Moin moin Leute, mein Name ist Lexus und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Satisfactory Update 4. Es ist draußen, schon seit längerem natürlich, aber ich habe mir gedacht, jetzt mit dem Update 4, da kann man ruhig mal eine neue Session starten, schauen, was alles so neu dazugekommen ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, alleine ist es ein bisschen langweilig, wir werden das Ganze im Duo-Modus spielen und da freue ich mich ganz besonders drauf. Ja, und dann legen wir auch schon los, würde ich sagen. Wir machen auf jeden Fall ein neues Game und, hab schon abgesprochen, wir nehmen die Dünenlandschaft. Ich stelle das Ganze jetzt noch eben auf Friends Only, damit sich mein Kollege gleich noch mit einloggen kann. Lexus, so. Wir werden das Tutorial überspringen, beziehungsweise das Intro überspringen. Das nehmen wir jetzt nicht mit. Das kennen aber auch die meisten schon. Und da sind wir auch schon. Mittendrin, irgendwo im Nirgendwo. Gut. Ich werde eben an dieser Stelle einen Cut machen. Wundert euch bitte nicht. Und hol den Kollegen dazu. So Leute, da sind wir auch schon wieder. Und wie wir sehen, haben wir den Cäsar oben, beziehungsweise aka Tanto, ist jetzt mit am Start. Moin. Hallöchen. Wir gucken uns, dass wir uns jetzt erstmal treffen und dann legen wir los. Ich bin hier irgendwo am... Wüstenkarte. Oh, sexy. Gott. Ich bin schon attacked. Oh, wir könnten schon nochmal schlagen. Musst du den Taser in der Hand nehmen. Oh nein, nein, nein. Dann macht er mich platt hier. Nein, hab ihn. Den Xeno-Zepper. Habe ich schon das zweite Vieh hier? Das für die Geräusche da hinten, als ob da irgendwie Musik spielt. Was habe ich hier gefunden? Eisenerz. Aber unrein. Ich habe ja auch so ein komisches Kätzchen. Gib mir dein Fleisch. Ah ne, er hat mir nur Panzerung gegeben. Ey, wie weit bist du denn weg? Grüne Elektro. Ach, guck mal, da ist er. Loot. Ich denke mir, ich will schnell die Schnecke looten und gucken, wo der ist, aber dann kommst du da raus. Bist im Schatten, ich hab dich gar nicht gesehen im Schatten. Fast in den Nacken gesprungen, wo bist du denn so weit weg? So, wir haben hier auf jeden Fall Kupfer. Ich kenne, also ein bisschen kenne ich die Karte schon, weil ich da auch angefangen hatte zu spielen und wir haben hier eigentlich alles drumherum direkt. Okay, ich kenne die Karte gar nicht. Oh, ich krieg den nicht. Jetzt aber. Sag mal. Okay, hier haben wir schon mal Kupfer. Das ist sogar das reine Kupfer. Ja. Okay, super. Hast du Eisen auch schon gefunden? Eisen ist in... Ist da. Diesen Weg Richtung. Okay. Irgendwo rechts oder links. Das ist ja glaube ich wieder so eine Schnecke. Ich hole mir die eben. Besorgen uns mal hier noch ein bisschen Früchte. Ist das Kohle? Oh ja, Kohle rein. Nice. Ist auch direkt hier. Kohle? Mhm. Ah. Aber nur ein Stein oder was? Nee. Nee, nee. Das müsste ein richtiges Vorkommen sein. Rein. Hm. Was haben wir hier? Hier haben wir Eisenerz rein. Nee, war nur ein Stein. Scheiße, kein Vorkommen. Wollte gerade sagen. Das wäre mir jetzt neu gewesen an der Stelle. Das Eisen hier ist leider nur auf normal. Mal eben schauen. Ist das nicht dran oder was? Ist die ganze oben drauf? Hier oben ist noch eins. Auch Eisenerz. So, dann haben wir jetzt Kupfereisen. Auch normal. Wo bist du? Genau. Und hier oben auf dem Stein, wo ich rumhüpfe, hast du rechts und links halt jeweils das Eisen. Und Richtung die, der Bäume ist Beton rechts und links. Jeweils. Okay. Also,
Hier hinten. Hörst du das auch, sag mal? Sand? Den Sand oder was? Wo drauf ich rumlaufe? Nee. Nee, bleib mal stehen. Und schau in die Richtung, in die ich schaue. Und dann hör mal nach rechts. Konzentrier dich auf rechts. Ah, jetzt war es links. Hast du das gehört? Nö. Ich höre nichts, nö. Als ob da irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Geräusche. Ich kann jetzt nicht zuordnen, ob da Humanoid ist oder. Jetzt schon wieder. Diesmal war es direkt vor uns. Richtung Norden. Nee, ich glaube, das ist so Sound, keine Ahnung. Wieso wird mir unten meine Leiste nicht mehr angezeigt? Was ist das denn? Wenn du hast ja unten die Bauleiste, ne? Mhm. Und da kannst du ja normalerweise Sachen reinziehen. Theoretisch auch, ja. Aber wenn du ins Inventar gehst, ist sie auf einmal unten weg, ne? Ja. Wie kriege ich denn jetzt? Das habe ich mir nämlich auch schon gefragt. Wie kriege ich denn jetzt das Objekt, das Hub gebaut? Ich krieg das Hub nicht gebaut, weil ich das nicht hinsetzen kann. Ach doch, so, jetzt habe ich's. So, warte, wir hatten da, hatten wir die beiden Eisen. Ich setze das Hub jetzt mal genau hier vor den Stein. Mhm. Weil wir haben hier wirklich alles unmittelbar in der Nähe. So, Hub sitzt. Steht. Fast wackelt. Hat Luft. Das ist ja gut. Und ich habe einfach mal 4 mobile Miner einstecken. Ja, kann ich die doch einfach mal hinsetzen hier. Aber eben, die kann ich auch nicht in die Leiste ziehen. Wo ist denn die Leiste hin? Das frage ich mich nämlich auch gerade. Also die Miner hast nur du, ich habe keine Miner. Ja. Alle Gegenstände vom gleichen Typ verschieben. Du musst die doppelklicken jetzt, die Sachen, die du in der Tasche hast. Ja, aber kannst du nicht zum Beispiel den Xeno-Sepper irgendwie unten in der Leiste ziehen? Ging das nicht mal? Das kann sein, ja. Aber ist halt komisch, ne? Sobald du ins Inventar gehst, ist sie halt weg. Hm. Ist halt, na. So. Keine Ahnung. Habe ich auf das Eisen gesetzt. Einen setze ich hier hinter uns auf den Kupferding drauf. Und den dritten, den vierten packe ich hinten bei Beton. Dann. Ich besorge uns mal ein paar Blätter für Biomasse und ein bisschen Holz. Ja. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß jetzt, was die Geräusche sind. Wir haben ja hier diese komischen Alienwesen. Mhm. Ich glaube, die habe ich gehört die ganze Zeit hier im Grün. Ja, gut, ich habe die Sounds halt ein bisschen angepasst. Kann sein, dass ich das einfach nicht höre. Die großen hier, ja. Aber ist doch creepy, weißt du? Stehst du mitten in der Wüste und kommt da irgendwie so ein komisches Heulen her und du denkst so, hä? Strange. Ah, das sind die Feuertypen, da die können ich ab wie Fußpilz. So, Beton haben wir hier. Kalkstein. Oh, was? Nein, ich werde angegriffen. Oh Gott. Ja, weg hier. Wo ist er denn da hinten? Ich habe nicht mehr viel Leben, das ist gerade mein Problem. Oh Gott, er hat mich. Nein. Lass mich. Nein. Ich bin gleich da. Ich will komm her, du Lübbel. Oben. So. Mach dich fertig, du Sau. Hab ihn. Danke. No problem. Ja, was essen? Hast du was zu futtern? Ja, ich hatte ein paar Beeren. Okay. Oh, jetzt bin ich wieder voll. Was willst du denn jetzt als nächstes machen? Was ist denn jetzt dein Plan? Mein Vorhaben. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir die Betonproduktion zum Laufen kriegen, genauso wie die Eisen- und die Kupferproduktion. Also überall große Miner drauf. Okay.
Und dass wir das erstmal bis zu unserem Hub transportieren. Also einfach drei große Lager hinsetzen, dass das Rohmaterial erstmal überhaupt dort ankommt. Und dann können wir uns über eine Produktionskette Gedanken machen. Okay. Würde ich jetzt mal vorschlagen. Weil ich will nicht jedes Mal laufen hier. Noch ein Schneckilein. Können ja. Du hast auf der linken Seite vom Hub haben wir jetzt hier dieses Bio-Zeugs zum Herstellen, ne? Mhm. Das Grünzeug zum Reinpacken. Auf der rechten Seite davon dahinter können wir ja die drei Lager hinsetzen und dann lassen wir erstmal das Rohmaterial dorthin transportieren. Okay. Also ich sag mal so, ne, ich mag es sehr einheitlich, dass man Durchblick hat. Ja, finde ich auch in dem Spiel eigentlich schon wichtig, ne? Sonst ja. Ist Chaos und sieht auch nicht dementsprechend gut aus. Genau. Ich packe immer mal wieder hier Zeug rein, Schnecki rein, so Biomasse, hast du gesagt, kann man... Die Zerkleiner sind da hinten, ne? Biomasse-Generator. Ja, genau. Keine Verbindung. Aber da sind jetzt mal 500 drin. Müssen wir denn nicht erst an der Werkbank quasi die Blätter zur Biomasse machen und dann quasi die Biomasse in den Generatoren reinballern, dass wir Strom erzeugen? Ja. Genau. Und dann gibt es irgendwann auch diese Produktionskette, dass du eben diese Ballen komplett automatisiert herstellen lässt, ne? Mhm. Genau. Aber jetzt am Anfang musst du das leider alles noch per Hand machen. Ich hatte sogar standardmäßig hatte ich sogar Sachen einstecken, also hier so Beton und Kabel, Kupferdraht. Okay, cool. Mhm. Boah, der Wasserfall da hinten sieht auch richtig schön aus. Ja, ich schaue jetzt gerade mal, dass ich zumindest erstmal die diesen ersten Meilenstein Basisaufbau, dass ich das schon mal abschicke, weil wir müssen ja immer 5 Minuten für nächste Forschung müssen wir ja mal warten. Ja. Was ist das? Bauxit. Aber noch mehr Eisen. Mal alles einsammeln. Sammelst du das Kupfer da ein? Mhm. Aber gut. Mach ich jetzt da hinten nochmal Beton. Ah, ich sehe sogar den Meilenstein bei mir oben rechts. Ja, genau. Okay. Soll ich das direkt? Wo soll ich das hinpacken? Geht das in die Werkbank? Ne, ich packe das einfach in die Kiste direkt hinter die Werkbank. In die Kiste können wir auch die ganzen, ich sag mal, die seltenen Sachen erstmal noch reinpacken. Schwefelzeugs oder was da alles ist. Was man so einstecken hat. Die Insektendinger. Ja, ich habe da einfach mal alles reingeballert jetzt. Genau, so. Was war das? Okay.
Am liebsten noch mal ein paar. Was Früchte ganz cool wäre. Also auf der die Betonstelle hast du schon gefunden, ne? Ja, da waren wir zusammen. Genau, und dahinter irgendwo bei den Bäumen ist definitiv noch eine zweite Stelle. Da könnte auch noch mal ein Miner hin. Dass wir so viel Beton wie möglich am Anfang herstellen, dann können wir nämlich dann auch relativ fix diese Plattformen setzen. Ein bisschen höher, weil die Dünen zum Beispiel, die sind, die gehen immer hoch, runter. Dass wir die Plattform ein bisschen erhöht bauen, dass das später über die Dünen geht. Dann haben wir nämlich Platz en masse. Okay. Muss man halt nur so einen Miner herstellen, ne? Wie gesagt, ich hatte am Anfang nichts im Inventar, außer diesen Zapper. Aber ich gehe schon mal gucken, wo das Ding ist. Miner herstellen, ja, kriegen wir hin. Was ist das? Schwefel. Nehmen wir mit, wenn wir schon mal da sind. Oh, da knurrt wieder irgendwas. Na, da kommt er ja schon. So. Kann ich jetzt erstmal die Eisenstangen machen? Bisschen Schrauben. Ah, wie konnte ich noch mal ins Baumenü rein? Mit Q. Ach, Q war das ja, oh ey. Schon wieder so lange nicht gespielt, ne? Komm ich gar nicht mehr drauf klar. Wo ist denn der Miner? Ach, das muss ich über die Ausrüstungswerkstatt machen, ja. Dann packe ich die Ausrüstungswerkstatt. Okay, die packe ich hier vor das Hub. Was ist das? So. Und ich baue nochmal eine zweite Werkbank daneben. Dann kann man nämlich zweimal craften. Wichtig. Reparatur erforderlich. Benötigt 70 Watt. Megawatt. Ach, das ist hier so ein Container. Eins. Ich mache jetzt noch mal ein paar Miner, falls wir noch mehr Stellen finden. So, hab ich. Zehn Platten, 10 Beton. Brauchst mehr Platten. Was waren die Schnecken eigentlich nochmal gut? Die Schnecken, da konntest du Batteriezellen herstellen und dann arbeiten die Produktionsgebäude halt um zum Beispiel von 100% auf 150 und dann immer so weiter 50% besser, ne? Ist halt, ich sag mal, gerade für die Gebäude, wo jetzt schlechtere Erze drinne sind, also wenn das nur auf normal ist und nicht reichlich, das ist schon nice. Damit du halt auf die Masse der Mineralien kommst, die du rausholen kannst, ne? Weil du kannst ja zum Teil, ich sag mal, an den T2 Miner kannst du ja zum Beispiel 6 Schmelzen dran bauen oder 9 sogar, je nachdem. Okay.
Musst halt ausrechnen, ne? Und dann, wenn du schnell genug, also wenn du die Laufbänder natürlich upgradest auf MK3 oder so, sind die so schnell, da kannst du so viel Massen an Material rausholen und dementsprechend auch mehr Schmelzer einsetzen. Nochmal voll, da habe ich nochmal ein bisschen Kalkstein. Ich noch mal schnell die Meiler ablaufen. Genau, Beton brauchen wir noch mal. Habe ich gebracht, ist in der Kiste 100. Okay. Oh, nice. Jo, ist die Erze ich. Noch? Ich. Ah, Schneckilein, die nehme ich mit. Und dann denke ich mal, gehe ich noch mal eine Runde gucken, wo der zweite Ding ist hier. Kupfer? Für Kalkstein. Ah, Kalkstein, ja, ich, also wo er ist, weiß ich. Ich setze jetzt gleich schon Miner hin. Mach ich jetzt direkt. Den habe ich. Aber du kannst, ach, den Scanner haben wir noch nicht, ne? Zum Scannen. Nein. Aber wie konnte man scannen? Ich weiß nicht. Mit das. V eigentlich. Ja, V, doch. Kannst nach Kalkstein scannen, doch. Siehst du? Ah ja, stimmt, hast du recht. Kalkstein, Baby. Ah, da, ah, lul. Da bin ich gekonnt dran vorbeigelaufen. Okay, in der Richtung und in der Richtung. So. Miner. Zack, zack, zack. So, den baue ich jetzt in die Richtung. Der erste steht. Sehr geil. Ich pack die Erze direkt wieder in der Kiste. Huch, was ist das denn? Oh, wie süß. So, wo war der zweite hier? Hab ich mich fast verlaufen. Hä? War der nicht hier? Okay, jetzt muss ich doch nochmal suchen. Ja, war in die Richtung. Richtung Osten. 140 Meter noch. Ach da, ich habe gewonnen. Was ist das denn? So ein neues komisches Erz, ne? Sammerz, ja. War schon ein bisschen was abgebaut vorher. Das kenne ich noch gar nicht, ja. Da bin ich gespannt. Hole rein, aber das wird auch wieder nur ein Stein sein. Egal, alles schon mal einsammeln. Das können wir für später, können wir es immer brauchen. Okay, jetzt baue ich hier den zweiten hin. Gib mir deine Schnitzel. Spät. Ah, jetzt Alien-Panzer. Boah, sieht das cool aus. Alles so bläulich. Ich brauche von dort aus schon mal den Strom weiter. Wo sind wir denn da hinten? Sind wir. So. Mörderband können wir auch schon mal in die Richtung hauen.
magst du schon mal mindestens 3 Lager rechts vom Hub hin basteln? Lagercontainer 10, 10. Ah, ich hab nicht mehr genug Platten, okay. Dann müssen wir noch ein paar Platten machen. Könnte das nämlich schon. So, ich muss den noch wegnehmen. Aha. Jetzt habe ich auch keinen Draht mehr. Komm ruhig mal B, ich hab grad, bin gerade am Kupferbarren machen. Ja, Kupferbarren habe ich glaube ich noch, oder? Ja, ich kann Draht machen noch. Ich hab noch okay. Kupferbarren. Jetzt brauche ich 30, 30, 3 machen wir, ne, haben wir gesagt. 3 Lagercontainer erstmal. Genau, Eisen, Kupfer, Kalkstein.